Sie haben sich doch bestimmt schon immer mal gefragt, wo der Strom herkommt. Natürlich kommt der Strom bei Ihnen zu Hause aus der Steckdose. Hier und heute möchte ich Ihnen mal die Erzeugerseite zeigen und nehme Sie mit auf einen Rundgang. Wir befinden uns hier im HKW West an einem geschichtsträchtigen Ort. 1894-95 hat man hier mit der ersten öffentlichen Stromversorgung der Stadt Frankfurt begonnen. Die Mainova ist in Hessen der größte Energieversorger. Wir bieten unseren Kunden Strom, Gas, Wasser und, was viele nicht wissen, Wärme an. Unsere Kraftwerke sind wärmegeführt, weil der Fokus liegt auf der Wärmeversorgung der Stadt Frankfurt. Ich möchte Ihnen kurz das Funktionsprinzip unserer Kohleblöcke erklären. Wir düsen hier unten Kohlestaub in gemahlener Form mit heißer Luft ein. Die heißen Rauchgase steigen im Kessel nach oben und das Wasser, was sich in den Kesselrohren befindet, verdampft. Dieser Dampf wird der Kesseltrommel zugeführt und über die Kesseltrommel dann an die Turbine geleitet. Wir befinden uns jetzt hier im Maschinenhaus und hinter dieser roten Schallschutzverkleidung verbirgt sich unsere Turbine und Generator, und die möchte ich Ihnen einmal zeigen. Ich befinde mich im Inneren der Schallschutzverkleidung und stehe direkt vor dem Hochdruckteil der Turbine. Wir leiten hier den Dampf mit einer Temperatur von 535 Grad und einem Druck von 143 Bar ein, und er verrichtet in der Turbine, im Hochdruckteil der Turbine, seine Arbeit. Zwischen dem Hochdruckteil und dem Generator befindet sich der Mittel- und Niederdruckteil. Hier arbeiten wir mit einer Dampftemperatur von 535 Grad, aber einem Druck von nur noch 36 Bar. Die daraus resultierende Drehbewegung aus dem Hoch- und Niederdruckteil der Turbine leiten wir über eine starre Achse an den Generator weiter und erzeugen im Generator eine Leistung von ca. 69 Megawatt. Unsere Kraftwerke arbeiten hocheffizient. Sie arbeiten nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsprinzip. Ich möchte dieses Prinzip anhand des Brennstoffes Holz Ihnen mal erklären. Das kann aber jeder andere Brennstoff sein, wie zum Beispiel Müll, Kohle oder Gas. In diesem Stückchen Holz stecken ca. 100% chemische Energie. 40% dieser chemischen Energie können wir direkt in Strom umwandeln. Einen Großteil der restlichen chemischen Energie nutzen wir, um die Stadt Frankfurt mit Wärme zu versorgen. Die heißen Rauchgase werden der mehrstufigen Rauchgasreinigung zugeführt. Als erstes beginnen wir mit dem Denox-Reaktor. Dann werden die Rauchgase zur Entstaubung in den Elektrofilter geleitet. Und als letzte Station die Rauchgasentschwefelung mit dem Sprühabsorber und den nachgeschalteten Gewebefiltern. Diese Anlagenteile sorgen dafür, dass wir die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Ja, wir unterschreiten sie sogar erheblich. Wir befinden uns hier am Elektrofilter. In ihm werden die Flugaschepartikelteilchen negativ aufgeladen und an den positiv gepolten Platten gebunden. In regelmäßigen Abständen werden die Platten abgeklopft und die Flugaschepartikelteilchen über ein Förderbandsystem in ein Silo verbracht. In dieser Halle wird die Rauchgasentschwefelung durchgeführt. Im oberen Teil dieser Sprühabsorber befindet sich eine Scheibe, über die eine feine Kalkmilchemulsion zerstäubt wird. Diese reagiert mit dem Schwefel in den Rauchgasen. In den Gehäusen über uns befinden sich ca. 1800 solcher Schläuche, die haben eine Länge von ca. 6 Meter. An der Außenseite der Schläuche setzt sich das Reaktionsprodukt aus der Rauchgasentschwefelung ab. In regelmäßigen Abständen durch Druckluftstöße werden die Schläuche gereinigt. Ich möchte Ihnen kurz das Funktionsprinzip unserer Gasturbine bzw. Erdgasturbine vorstellen. Wir verbrennen hier Erdgas, treiben damit direkt einen Generator an, der uns Strom erzeugt, und die heißen Rauchgase, weil wir nach dem GUD-Prinzip arbeiten, leiten wir in einen Abhitzekessel. Von dort wird der Dampf verwendet fürs Fernwärmenetz, aber auch natürlich für unsere Dampfturbine. Wir sind in der Lage, die Anlage innerhalb von 15 Minuten auf ca. 99 Megawatt Leistung hochzufahren. Hinter dieser roten Schallschutzverkleidung befindet sich unsere Gasturbine.
Dieser eignet sich besonders, bedingt durch die schnelle Anfahrtzeit, zum Abdecken von Lastspitzen bzw. als Backup-System. Um dem ständig steigenden Wärmebedarf der Stadt Frankfurt gerecht zu werden, wurden zwei weitere Hilfsdampferzeuger installiert. Ich möchte Ihnen unseren Fernwärmeverbund vorstellen. Wir haben hier die Stadt Frankfurt als Karte. Wir haben unsere wichtigsten Erzeugungsstandorte, das Müllheizkraftwerk, das Kraftwerk Messe, das HKW West, in dem wir uns befinden, und Niederrad. Im August 2017 hat man einen Kraftwerksverbund in Betrieb genommen, der vom Müllheizkraftwerk bis in unser Kraftwerk hier nach Westrhein geht und unter dem Main entlang nach Niederrad. Wir sind somit in der Lage, der Stadt Frankfurt im Jahr ca. 100.000 Tonnen CO2 einzusparen. Im Zuge des Kraftwerksverbundes wurde eine zusätzliche Dampfturbine installiert. Diese Dampfturbine kann in zwei Betriebszuständen gefahren werden. Wir sind in der Lage, entweder nur Strom oder Strom und Fernwärme zu produzieren. Um einen Kraftwerksverbund realisieren zu können, benötigt man natürlich auch Pumpen. Hier handelt es sich um die Rücklaufpumpen unseres Südverbundes. Aus technischen Gründen war es notwendig, den Nord- und Südverbund hydraulisch voneinander zu entkoppeln. Um dies zu realisieren, setzen wir sogenannte Plattenwärmetauscher ein. Um den Fernwärmeverbund und die dazu notwendigen Anlagenteile zu realisieren, hat man dieses ehemalige Kesselhaus umgebaut. Wie technisch aufwendig die Kopplung dieser Kraftwerke war, lässt erst ein Blick von hier oben erahnen. Aus nordwestlicher Richtung kommend, vom Müllheizkraftwerk am Heizkraftwerk Messe vorbei, unter dem Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs durch. Dort wurde ein Tunnel gegraben, der 9 Meter unter der Gleisoberfläche sich befindet und 235 Meter lang ist. Um die Kraftwerkskopplung Richtung Süden zu realisieren, wurde der Main unterdügert. Hierfür wurde ein 300 Meter langer Tunnel 15 Meter unter der Wasseroberfläche gebohrt. Damit hat man dann den Anschluss von Niederrad realisiert. Das für die Kühlung notwendige Wasser aus dem Main muss, bevor es zurückgeleitet wird, gegebenenfalls rückgekühlt werden. Dies geschieht in der Hybrid-Rückkühlanlage in einem sogenannten Nass- und Trockenkühlverfahren wird das Wasser so weit zurückgekühlt, dass wir es in den Main wieder einleiten dürfen. Hier im Außenbereich befindet sich unsere Hybrid-Rückkühlanlage. Die Besonderheit dieser Anlage ist, dass wir keine Wasserdampfschwaden erzeugen. Der zur Kühlung notwendige Luftmassenstrom wird von 6 großen Ventilatoren im oberen Anlagenteil erzeugt. Wenn wir Ihr Interesse an einen Kraftwerksbesuch geweckt haben, würden wir uns freuen, Sie hoffentlich bald bei uns begrüßen zu dürfen.